Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Triple-Fler, liebe Friends, Family und Fans. Willkommen hier zurück auf unserem Kanal Desert Force.de mit LS19, mit mir, dem Simmer und dem Pre. Was für ein Pre? Kann man das essen? Kann man das essen oder was? Wer oder was ist ein Pre? Ein Predetier, ja. Ja, der Pred und ich, wir sind wieder auf unserem Bauernhof und wir machen Party hard. Und der Pred macht ein bisschen Mischfutter. Wir müssen hier ein bisschen zu unseren Tieren schauen wieder. Oh ja. Oh ja, das haben wir schon mal ein bisschen... Das haben wir letztes Mal ausgerechnet. Wie viele Ladungen? 64 oder 36 oder was waren es? Ich weiß nicht mehr. Ich habe dir doch zwei Zahlen gesagt. Ja. 4? Viel auf jeden Fall. Du sagst mir des Öfteren komische Sachen. Komisch aufeinanderfolgende Sachen. Ja, Zahl. 1, 9, 4, 77, 6. 12, 48. Ah, ich verstehe. Ja. Ja, wir... wieder rumhüpfelt hier. Hast du Gras? Alter. Ich bin Gras, ja. Du bist Gras, okay. Ich bin Gras. Alter, was? Ja, was fährst du so weit, Mann? Besoffen? Hin und wieder? Fangfrage? War das jetzt eine Frage oder eine Erkenntnis? Das war eine Frage. Ja, man muss ja sagen, wir sind gerade nicht ganz so motiviert. Wir haben gerade Battlefield gespielt. Was für ein Spiel? Battlefield? Das Spiel mit dem Feld? Habe ich nicht installiert. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe es auch nicht mehr installiert jetzt. Die spielen viel lieber das hier. Ja, das ist schon... viel coolerer. Cholera. Also meine Motivation hierfür ist momentan gerade viel größer als fürs andere. Oh ja. Es hat sich gedreht. Ja. Vorhin war es ein bisschen anders und jetzt ist wieder... ja. Oh ja. Auf die Bauern kann man sich einfach verlassen. Ja, das stimmt. Kann man einfach mal so sagen. Man kann das sagen, auf uns kann man sich verlassen. Das sowieso. Ja. Ich meine, das ist jetzt die 80. Folge oder was? Ja, ich glaube 81 mittlerweile schon. Holy cow. Nee, 91. Was? 91. Folge hier und auf uns kann man sich verlassen. Täglich 1500 auf YouTube, ne? Euer täglicher Termin, eure, ja, Termin oder Quälerei. Man kann es auch Quälerei ansehen. Nee, das ist Tiefenentspannung. Ja, Alter, was steht... für was habe ich Hallen gebaut? Das frage ich mich auch. Das ist man einmal nicht dabei, dann hat hier überall scheiß Hallen, ja? Und ihr wisst ja, wie ich es habe mit dem Rückwärts einpackiert. Ich hasse es! Alter, ich habe da schöne Hallenring gebaut, ne? Und dann, Alter. Nicht eine Halle wurde benutzt. Oder... irgendwann reiß ich sie ab. Irgendwas ist passiert, die Hallen sind abgebrannt. Oh, da ging alles kaputt gerade. Irgendwie ist gerade was kaputt gegangen hier. Hm. Ich hab den Papierkorb gedrückt. Den Papierkorb. Ja, ich meine, die großen Hallen sind ja cool da. Die drei da. Die finde ich super, aber die zum Rück... ja, ich sehe selber, wie du Mühe hast, da rückwärts reinzufahren. Ja, beim ersten Mal? Hallo? Ja, ja, hallo? Ja, genau. Oh. Ich meine, die Schweiz ist schon verschieden, aber für mich sah es jetzt nicht zum ersten Mal aus, ja? Das war der... Oh. Replay, Replay. Alter. Wir könnten ja mal ein Battle machen, wer besser einparken kann. Ja. Okay, ich bin handicapiert, ich bin eine Frau. Ja, ja, ja. Sagt man ja. Sagt man ja. Aber. Aber? Ich werde dir das Gegenteil beweisen. Dass du keine Frau bist? Nein, dass ich besser einparken kann als du. Und dann soll niemand mehr sagen, dass Frauen nicht einparken können. Genau. Genau, ungefähr so. Ja. Mein Overlay ausgeblendet. F1. Nee, geht nicht. Hä, was mache ich? Ah, ich hatte eine Maus. Warum hatte ich eine Maus? Ich hab doch was im Chat. Hä, das geht nicht mehr. Oh, der Jet, ja. Letztes habe ich was Witziges gesehen, so in Bezug auf Pannen. Okay. Das war so eine Live-TV-Show. Und dann so einer so am MacBook auf der Seite und wollte so Videos abspielen, war so eine Sportsendung. Und dann hat er so ein Video abgespielt und nur noch am Ruckeln. Ja, das Internet ist scheiße. Ja, wir versuchen später wieder, spiel mal ein anderes Video ab. Macht ein anderes Video auf, wieder alles voll am Ruckeln. Und so ging es einfach weiter. Eine Panne nach der anderen. Das war einfach zum Totlachen. Oh mein Gott. Und dann, ja, wir machen jetzt eine FaceTime zu einem externen bla bla bla. Dann FaceTime gemacht und dann kam so bei Apple, wenn du da FaceTime machst und du hast kein gutes Internet, schlechte Verbindung und dann siehst du einfach nichts. Oh mein genau das Gott. War dann voll der Ultra-Mega-Fail. Sie war doch heilig. Fernsehsender, wa? Krass. Ja, das war irgendwie... Kann das... Pro7, nein, das nicht Pro7, aber so ein Fernsehen. Ja, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Krass. Pro7 Max, kann das sein? Oder wie das immer heißt? Ja, es kann sein. Pro7, ja. Das war voll geil. Übel. Und dann verlangen die nur so viel Geld, für das du TV schaust. Also ich meine, ja. ich kann auch selber auf YouTube gehen und ein Video anschauen, das nicht funktioniert. Dafür muss ich nicht Fernsehgebühren bezahlen. Yep. Krass. Das ist krass. Dann verlangen die so viel Geld für so ein... Ja. Ja. Ja, aber ich glaube, die Leute, die das schauen, die sehen das mit Humor. Oder haben kein Internet. Oder keine andere Wahl. Stell dir vor, das ist der einzige Kanal. Oh mein Gott. Der und Teleshopping. Ja gut, das mache ich meistens, wenn ich im Ausland bin und nur, sag jetzt mal, französischsprachige Sender, die ich nicht verstehe, kommen, dann schaue ich einfach NBC oder BBC oder was da immer kommt. Das verstehe ich wenigstens. Ja, aber das ist kein Teleshopping. Ah ja, ich meinte jetzt nicht Teleshopping, aber halt einfach so, ja. Ja, ja. Wenn du nichts anderes zu schauen hast, schaust einfach irgendwas. Ja, ja. Aber kein Teleshopping. Oder 3 Plus mit Mike Shiva oder so. Ja, aber kann auch unterhaltsam sein, ja? Okay. Wann denn? Hier, der ungeschliffene Diamant. Wir haben noch 96 Stück am Lager, ja. Los, greifen Sie jetzt zu, dann kriegen Sie 2. Für den Preis von einem. Was für ein Angebot. Greifen Sie jetzt zu. Wir haben nur noch 94 Stück am Lager. Ja, wie jetzt? Wir haben nur noch einen am Lager. Wenn Sie jetzt zugreifen, erhalten Sie 2. Was? Genau. So in dem Stil, ja, ja. Mhm. Ja, aber noch blöder waren da die Sendungen da, wo du so Rätsel lösen musstest. Ja, wie hieß er? Nicht Bingo, wie war das? Gibt's die noch? Ich Weiß nicht mehr. Glaub schon. Dann halten sie dich elend lange hin. Einfach so. Oh, ja. Und die verdienen ja Geld mit der Warteschlange. Ja. Ja, genau. Was ist irgendwie 4 Franken auf die Minute oder irgend sowas? Kassieren die. Verbindungsgebühr, glaube ich. War ja arschteuer immer. Ja. Na, krass. Genau diese... Ja, mit diesen Wörtern. Da haben sie immer einen Buchstaben aufgedeckt und so. Genau, irgendwie sowas. Oder ein Bild, wo du erraten musst, was es ist oder so. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Das ist Zeugs. Ich war ja beim Teleshopping, war ich immer fasziniert von dem Schlauch. Hast du den mal gesehen? Ja, der ist geil. Ich hab den. Du hast den Schlauch? Ja. Oh mein Gott. Aber nicht aus dem Teleshopping. Überall zu kaufen. Aber ja, ich glaube nicht. Also, ich brauche ihn fast nie. Ja. Ich meine, wer braucht auch Pflanzen? Also, ich meine das. Ich habe eine automatische Bewässerung, ich brauche keinen Schlauch. Ja, advanced. Gardening Skills. Ja. Alles, was du automatisieren kannst, habe ich automatisiert. Ja, ist auch richtig so. Alles andere, also... Würde ich auch machen. Ich würde auch alles automatisieren, das ist... Wenn du einen Garten hättest. Ja, wenn ich einen Garten hätte, würde ich da auch was automatisieren. Ne, ich habe ja einen Garten, aber das ist ja nicht meine. Ja, du dürftest den sicher benutzen, wenn du wollen würdest. Ja, wenn ich wollen würde, aber ich wüsste gar nicht, was ich da machen wollen würde. Ja, okay, ich könnte jetzt eine automatische Bewässerungsanlage hinmachen, aber für was? Ich wüsste ja trotzdem nicht für was. Irgendwas wächst immer. Also wenn du nichts anpflanzt, dann kommt mindestens Unkraut. Ja, und da brauche ich einen Striegel für. Ja, Tomaten zum Beispiel sind anspruchsvoll. Die sind doch nicht anspruchsvoll. Oh doch. Die musst du hochbinden und genügend Wasser geben und okay ist. Ich glaube, du hast noch nie Tomaten gemacht. Doch. Du musst sie hegen und pflegen. Und schauen, dass sie nicht zu nass haben, nicht zu kalt, nicht zu warm. Wasser, hochbinden, ausnehmen. Das gibt schon Arbeit. Ja, aber so schlimm sind die nicht. Okay, wenn du meinst. Ich hatte auch schon Tomaten. Hast du Atomtomaten gehabt oder was? Ja, Mann. Unzerstörbar. Fallout. Fallout Tomatoes. Das ist krass, was die an Wasser schlucken. Das ist krass. Ja. Du musst die fast 3-mal gießen pro Tag, ne? Das ist krass. Übel. Tomatoes. Ja, Garten, ich weiß nicht. Ja, es ist eigentlich schon, also rein finanziell ist es ganz eine gute Sache, so einen eigenen Garten. Da kannst du ziemlich viel Geld sparen damit. Ja, und du weißt vor allem, was du isst. Ja. Es muss nicht durch die halbe Welt transportiert werden. Und du merkst ein bisschen, was Saison ist. Das ist ja die größte Schwierigkeit. Ja. Dass die Leute nicht mehr wissen, okay, jetzt ist Saison für Erdbeeren. Nein, zum Beispiel nicht, aber... Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Du weißt das, was da in deinem scheiß Garten wächst, das ist halt auch Saison, ja. Oh, draußen hat Schnee, es ist Zeit für Erdbeeren. Bitte was? Ja, genau. Ja, das ist schon... Ein großes Problem heutzutage, ja. Oh, du liebes, dickes amerikanisches Kind. Jawohl, die Milch kann aus dem Beutel, ja. Ja, genau, aus dem Tetrapack, genau. Genau. Ne, sie haben ja so fette Plastikkannen. Genau. So 3 Liter, genau. Eine Gallone Milch. Aber dafür sind wir ja da. Auf unserem Hobby-Farming-Kanal zeigen wir den dicken, fetten, amerikanischen, ungebildeten Kindern, wo die Milch herkommt. Aus dem LS19. Genau, da kommt die Milch her. Aus dem PT, ihr Spacken. Ja, genau. Es gibt dann irgendwo einen USB-to-Milk-Konverter. Ja, USB-to-Milk-Konverter. Oh mein Gott. Ja. Ja, aber eigentlich ist es erschreckend, wie dumm gewisse Leute sind. Mhm. Da gab es doch so einen lustigen Film. Ist es nicht Wall-E sogar? Ich glaube Wall-E. Wo die Menschen auf diesem Raumschiff so dick und fett sind und faul und alles die Maschinen machen. Ist das, ich glaube, okay. Es ist Wall-E sogar. Das sagt mir jetzt gar nichts. Ich glaube, ich habe den nicht gesehen. Was? Ich habe 50 Terabyte NAS für Filme und ich habe kein Wall-E gesehen. Ich guck nur gute Filme. Der ist gut. Ich glaube, es ist Wall-E. Ja, die Menschheit ist zu faul und zu dumm geworden. Die machen nichts anderes, als in so Stühlen zu sitzen, die rumfliegen. Die müssen nicht mal mehr selber laufen. Okay. Ja. Und keiner macht selber mehr was. Nur noch fressen. Oh, geil. Ja. Ich glaube, es war Wall-E. Cooler Film. Ja. Also ich fühle mich jetzt hier schon so ein bisschen als Bildungsminister im Internet. Ich meine Minister. Ja. Katastrophenminister. Ja. Es ist unsere Verantwortung, die jungen Menschen zu schulen und auszubilden. Oder so. Auszubilden, oder was hast du gesagt? Ja. Zu formen. Und die Hälfte verstanden. Formen, ja. Ha, wunderschön. Ja, ich bin gespannt, was das Mod-Update gebracht hat für die Schmutzmod. Ah, doch, jetzt sind die Fahrzeuge wieder rot. Das war vorher nicht auf der Map hier. Ja, ja, aber nicht so extrem viel vorhin. Das ist cool. Sie werden langsam rot, aber nicht so krass. Es braucht mehr Zeit. Ich finde die eh besser. Es war nicht so cool, wenn es so schnell so extrem rot wird. Das ist okay. Ich glaube, die Mod ist cool. Und auch mit dem Gras und so. Und Mist wird auch dargestellt. Und Gülle anscheinend auch. Also wenn du Gülle spritzen würdest und durchfahren würdest, dann würde das auch, ne? Dann ist alles verkackt. Ja. Yeah. Oh, ich habe einen Teil stehen lassen. Ja. Heute im Zeichen des Grases wieder, ne? Mhm. Graselot. Oh, ich könnte eigentlich die Zeit ein bisschen hochstellen, oder? Warum denn? Willst du arbeiten? Ja, nee, da können wir dann ja die Felder spritzen. Ah ja, das stimmt. Weil wir müssen alle drei Felder spritzen. Na, vielleicht nicht ganz so schnell. Aber ist ja kein Problem. Ja, ja. Wir haben Maschinen. Ja. Todesmaschinen. Ja, krass. Grass like hell. Ja, 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 ja. Okay. Oh, ich habe schon 600 Tonnen. Nice. 300. Das ist krass, ne, was das Material braucht. Ja. Übel. Ganze Folge lang Viecher füttern, ne? Da kriegst du den Ewigen hier. Oh, das Zeug ist gewachsen. Nice. Dann mache ich gleich die Spritze ready. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Dün, dün, dün. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen von Hand spritzen. Da könnte man eigentlich diese zwei Paletten brauchen, ne? Ja, könnte man, ja. Aber dann ist sie das so schief gespritzt. Naja. Da komm ich schnell irgendwo hin. Easy. Ich bin ein Schiefspritzer. Ist auch extrem schwierig. Nee. GPS-Mod, bitte. Wir haben ja immer noch so einen Baumstrunk. Da bin ich sicher schon 100-mal drüber gefahren. Ah, da hinten, ja. Den hab ich. Ich hab den auch gesehen. So, hä? Ist da noch einer? Ich hab ihn dann aber ignoriert. Ja, ich auch. Wenn weiß ich, wie oft schon drüber gefahren und hab mich aufgeregt, was der da im Weg macht. So, wie sieht's denn aus mit... Ah, Unkraut kommt auch langsam von oben. Dann mache ich den auch noch ready. Warum hast du die Zeit hoch? Aha, fürs Unkraut. Ja, ja. Das ist erst oben gewachsen. Nur kurz. Reicht noch nicht. Also mit dem Unkraut ist auch so ein Scheiß, das immer von Norden nach Süden wächst, ne? Das könntest du ja auch mal fixen. Ja. Warum kann nicht die ganze Map gleichzeitig das scheiß Unkraut bekommen? Das vielleicht wegen Lag? Nein, ne. Und vor allem, wieso ja, jedes Feld gleichzeitig? Und genau zur selben Zeit, also... Der Lag in Realtime. Das heißt ja, wenn du die Zeit normal laufen lässt, kannst du ja trotzdem verzögert kommen. Aber es kommt ja. Es ist ja. Also, das verstehe ich nicht. Ja, vor allem wieso auf der ganzen Map zur selben Zeit? Verstehe ich nicht. Ja. Jetzt ist Zeit, jetzt kriegen alle Felder Unkraut. Verstehe ich nicht. Aber es wäre jetzt blöd, wenn nicht, weil wenn du mehrere Felder zusammenbaust, die kriegen unterschiedlichen Zeiten Unkraut, dann musst du 10.000 Mal spritzen. Ja, aber das wäre doch okay. Da fährst du beim ersten Feld an und dann ist das nächste und so. Das wäre doch okay. Ich fände jetzt okay, wenn man sogar prophylaktisch spritzen könnte. Man kann... Na, dass gar nichts kommt, ja. Und dann kommt es gar nicht mehr. Ja, das wäre natürlich auch cool, ja. Wenn du spritzen könntest, bevor es überhaupt kommt. Das stimmt. Die Frage ist, ob das realistisch ist. Ob es das in real gibt, so ein Unkrautvernichter, der... Ja... Ich weiß nicht, ob du... Geben, ne? Ja, ich weiß nicht, ob du erst spritzt, wenn schon Unkraut da ist. Also normalerweise tust du doch vorbeugen, dass so Zeug gar nichts kommt, ja? Also... Weiß ich nicht. Ich dachte, man beugt so Sachen vor. Schädlingsbekämpfung, bevor sie überhaupt da sind. Ja, dort sicher. Ja? Aber Unkraut? Keine Ahnung. Unkraut ist ja theoretisch auch ein Schädling. Oh nein, das Unkraut lebt! Das lebt! Dann haben die Vegetarier was dagegen, wenn das Angriff der Killer-Tomaten! Naja. Naja, wichtiger Hinweis für alle Vegetarier. Es wurde kein Unkraut in dieser Folge verletzt. Und keine Kuh ist verletzt. Genau. Es ist auch nicht so, dass irgendwo noch Kühe in einem Anhänger rumstehen. Nein, nein, nein. Ich dementiere dieses Gerücht. Kannst du mal eben, wenn ich nicht hingucke, den Anhänger irgendwo hinfahren, wo man den nicht sieht? Was für ein Anhänger. Was für ein Anhänger. Was für eine Kuh. Party, party, sound. Das geht so schnell mit diesen Spritzen, ne? Es ist unbelievable. Mhm. Sieh mal. Was? Weißt du, was man da machen könnte? Was? Man könnte da den, das Fahrsiel oder zwischendrin hin machen. Wo? Ja, zwischen Ballen und dem Strohlager, dem neuen. Was meinst du denn dazu? Kannst du denn da... Ja, bau, mach, versuch's. Tu es, das ist nicht so teuer, glaube ich. Ja, ich mache jetzt erstmal das Zeug hier fertig und dann... Bin nicht sicher, ob genug Platz ist. Also schön mittendrin, da kommst du ja nicht mehr an die Ballen ran. Ist ja egal. Ja, nee, du musst ja die wegkriegen. Ja. Ja. Kein Problem. Jo. Mach, was du versuchst. Bau. Baue. Nächstes Mal müssen wahrscheinlich noch ein paar Anhänger voll Häckselgut abgreifen. Ja. Um dann das Silo zu füllen. Ich bin nicht sicher, ob du das Silo jetzt füllen kannst. Nee, nicht jetzt. Nee, ich meine, ob du das Silo überhaupt platzieren kannst wegen den Ballen. Vielleicht stören die. Die Gebäude sind sehr heikel mit Sachen in der Nähe. Okay. Hm. Trust me, I'm an engineer. Oh nein, bin ich ja gar nicht. Sag mir meine. Trust me, I'm an engineer. Ja. So, aber das war schon wieder mit dieser Folge, Pred. Und Zuschauer und Co. und Rest. Was ein Pred? Oh, das ist einfach vorbei jetzt hier mit der Sauerei hier. Warum? Wir wollen fertig. Ich habe aber Bock auf mehr. Ja, wir machen auch mehr. Ne? Denn ihr wollt ja auch mehr. Deshalb machen wir auch mehr. Ja, und ihr müsst aber warten bis morgen, ne? That's right. So, in dem Fall, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und Genlabo hier lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Bis dann. Peace out. Bis zum nächsten Mal.